Hallo und willkommen zurück zu Monsterjäger. Mensch. Die Welt des Monsterjägers. Man, im Zwei-Spieler-Modus hat das Monster nur 35% mehr Leben. Was? Es wird ein einfacher Kampf für uns. Das nächste Monster hat unterschiedliche Schwächen und Resistenzen je nach Modus, nenne ich es jetzt mal. Du bist es da schon. Und ich hab. Boah. Ich will eigentlich nicht mit Schwert und Schild gegen den kämpfen. Ich gehe mal zur Schmiede und crafte mir ein schwaches Jagdhorn. Oder ich probiere echt mal wieder Hammer aus. Das wird aber. Ich nehme das Jagdhorn. Ich nehme das Jagdhorn. Warte mal, ich sehe ja gar nicht mein komplettes Material, oder? Wieso steht es? Du hast 29 Monsterknochen S und 2 Weiterknochen. Ah, okay. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Okay. Ich habe den schwächsten Dudelsack, wie es sich hier so schön nennt. Der Dudelsack, okay. Der hat kein Element. Der Metalldudelsack heißt. Könnte auch einen mit Feuer mitnehmen. Ich nehme den schwachen Metalldudelsack. Zeige ich dir mal eine neue, eine andere Art von Waffen. Wäre ich ganz gern spielen. Ich werde die halbe Zeit nur AFK und Musik spielen, also ja, nicht wundern. Ich buff dich sozusagen, das ist der Plan. Sind die eigentlich irgendwo nach Stärke sortiert oder funktioniert das nicht so? Die sind nicht nach Stärke sortiert, nein. Also so grob schon und die Farbe ändert sich ja auch, wie du siehst. Von weiß kommt es dann bald grün und dann kommt irgendwann blau, rot, gold. Aber es ist nicht perfekt nach Verteidigungswert, das kann ich dir sagen. Aber so grob funktioniert es. Was nehme ich denn jetzt mit gegen das Viech? Ja, ich nehme Betäubungswiderstand, das klingt sinnvoll. Ich habe diesen blauen Reiniger-Booster. Den wirst du eventuell brauchen, falls du so eine merkwürdige Schwäche plötzlich spürst. Das wirst du dann schon sehen. Gerät ist echt eine Riesenwaffe. Was soll ich mich auch nochmal umziehen? Zwar jetzt Kette. Nehme ich die nächste. Was ist das denn für ein Löwen-Ninja? Ja. Jagra. Jagras, ja. So heißen die. Kleingelb. Und der große Gelbe. Du siehst ja cool aus, was zur Hölle ist. Okay, das ist ein Outfit, wo ich definitiv nicht so gut die Haare sehe. Also, du kannst den Helm ja ausblenden, aber andererseits. Erst ich glaube, der modifiziert deine Frisur sogar. Oder ist das da hinten Teil vom Helm? Ist das nicht, sind das nicht die Haare? Das ist alles Teil vom Helm, du Depp. Also, ich habe eine Rüstung, die färbt meine Haare auch. Also, es ist nicht so, als wäre das unmöglich. Die Azuera-Rüstung. Aus irgendeinem. Cavoera. Aus irgendeinem Event. Okay, wenn ich dem hier glauben kann, kann wieder keiner mehr reden. Ja, das sind die beiden Bretter und das Mädel, die leuchten. Ich vergleiche mal kurz die Lebenspunkte. Ah, das ist übrigens die Knochenrüstung. 3.500, 200.000. Was? Das
Monster hat weniger Lebenspunkte als der von gerade eben. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das Knochen ist. Das erinnert mich an meine Knochenrüstung. Naja, was soll ich tun? Frau ansprechen. Aber wolltest du. Okay. Warte, wir sind immer noch in dem 37-Minuten-Part, oder? Oder bist du schon im nächsten? Ach, nein, wir sind schon im nächsten Part. Oh, okay, gut. Ja, dann, quatsch an. Geh mal. Wie leid's? Genau, wir eskortieren die Gelehrten, wie sie gesagt hat. Bekannt machen. Das ist immer die oberste Kategorie. Okay. Ja. Lass ruhig auf 4, du hast ja eingestellt, dass nur Freunde joinen können. Das ist ja eher unwahrscheinlich, oder? Okay, ich. Also du. Ich kenne die Cutscene, du brauchst jetzt also nicht den Bildschirm teilen, wenn du nicht willst. Ich glaube auch, dass die komplett vertont ist. Achso, du willst mir sagen, du kommst jetzt nicht rein. Nein. Sag mir einfach, wenn die Cutscene vorbei ist, und vielleicht höre ich es auch anhand deiner Reaktion und dann gucke ich, ob ich joinen kann. Also jetzt dürfte er es mir gar nicht erlauben. Ich kann ja mal suchen. Quest beitreten. Verfügbar. Aufgaben. Ah ja, ich sehe dich auf jeden Fall schon. Aber da steht, wenn der Leiter alle Sequenzen ansieht. Da ist eine. Ja. Das neue Gebiet, Dennis. Freu dich. Wüste. Ach, hier kommen ein paar sehr tolle Monster. Ja, okay. Es gibt auch Flüsse. Ich weiß auch nicht. Okay. Hörst du? Das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Wir warten schon so lange darauf, alle Hinweise in die Hände zu bekommen. Auch der Tod käme jetzt ungelegen, Jäger. Letzte Nacht habe ich kaum ein Auge zugetan. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Die Schlacke wurde im Wüstenteil der Wildturmödnis gefunden. Führe uns unversehrt dorthin, Partner. Okay, sind sie fertig mit dem Reden. Also ich habe auf jeden Fall eine Katze gesehen. Oder sind wieder Ameisen, soll ich sie wieder fangen? Ich kann erst joinen, wenn du das Monster gesehen hast. Also es kommt noch eine Katze. Die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Hey, sieh mal, ein Wasserfall! Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Ah, super. Endlich geht's mal bergauf. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin, leg dich ins Zeug! Diese winzigen Wissenschaftler. Hey, was meinst du? Die sind alle so winzig. Warum sind die so klein gefressen? Sieh dir nur dieses Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Dickhäutige Frucht. Du liebe Zeit, wir haben es geschafft. Ja, das glaube ich auch noch. Können wir jetzt eine Pause machen? Kann ich mir einfach looten. Gönn dir. Da ist noch Käfer. Da, der Wildturm! Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Und weiter geht's. Da wird weitergeschoben. Also, der
vielleicht sogar schlimmer. Mann, ist das schwer. Vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Was ich soll? Ja, okay, von mir aus. Du liebe Zeit! Eine Razzia! Jubelnder Jackie! Eine Razzia! Ihr wisst, was das heißt, Freunde! In so einer Lage muss man... Also ich habe jetzt eine Razzia angesehen. Was? Razzia? Ja. Los, los, los! Grün und kann fliegen? Vielleicht kannst du mit deiner Schleuder ja etwas Lärm machen, um sie abzulenken. Was mit meiner... Wie geht das? Das ist nicht das Monster, das wir bekämpfen wollen. Nein. Ich soll es ablenken mit meiner Schleuder. Hat scheinbar gut genug funktioniert. Los, los, los! Rennt um euer Leben! Aber das war jetzt noch nicht der letzte Cutscene, also kommt noch eine mit den eigentlichen Gegner. Ja, du wirst ihn dann schon bemerken. Ziemlich auffällig. Knapp. Die Hölle selbst kann nicht wüten wie eine Pfanne. Nun, eigentlich wie eine beliebige Razzian. Sie könnte der Kommission wertvolle Daten liefern. Jäger, du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Ich habe jetzt nicht ganz zugehört, wovon wollte ich eine Probe? Ja, von diesem Vulkanstein. Mir war klar, dass der Sora Magdaros eine riesige Bestie ist, aber dass er so riesig ist, ist ein echter Schock. Seine Ausmaße übertreffen sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ich frage mich, wie viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden? Oh, schau! Abzeros! Pflanzenfresser, die hier leben. Moment mal! Warum rennen sie weg? Die sehen verängstigt aus. Siehst du? Wenn ich hab vergessen, wie ich sich bedrohten, gehen sie in Verteidigungsstellung. Was immer auch da draußen ist, es könnte auch für uns eine Gefahr darstellen. Wir Ach, müssen ja vorsichtig auch sein. Endlich! Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Fang jetzt. Was müsste sie nur? Grandios! Gewaltig! Unten in der Leiste hast du dieses tolles Exemplar. Und das rüstest du mit E aus. Ja. Und dann benutzt du es ganz normal. Nicht nachlassen. Ja, wie? C gedrückt halten und dann wahrscheinlich mittlere Maustaste. Rechts oben müsste es stehen. Ich kann den Hinweis sehen. Ja, warum steht er mit Schleuder schießen? Das hast du ja, aber wenn du das Ding ausgerüstet hast, dann schießt du das. Oder nicht? Achso. Auch wenn da steht mit Schleuder schießen. Mal sehen, was für ein Geschenk aus. Der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Einfach benutzt. Ja, Leute, warum seid ihr jetzt stehen geblieben? Wartet ihr darauf, dass die Vögel da wegfliegen oder was? Vielleicht warten sie auf unseren Gegner. Ah, ne, da ist ja sogar schon das Ding. Okay, noch 2 Minuten, dann bin ich da. Schieb weiter!
Na los, macht schon! Schau mal da, noch ein Hinweis! Erika! Will, komm! Ich zuerst! Lass mich an! Lass mich an! Keine Sorge, ich halte die Gelehrten von Gefahren fern. Erledigt. Gesellige Jäger sind kluge Jäger. Denkt daran, mit anderen Gegenkarten auszutauschen. Okay, der kann den Stein ohne Probleme zerstören, das tut ihm nicht mal weh. Ich versuche seinen Kopf zu erreichen. Sein Kopf hier zu erreichen. Hier in der Kiste ist ein Haufen Erste Hilfe, falls du welche brauchst. Okay. Ja, ich bin einfach direkt am Westen gelaufen, weil die weggefahren ist. Okay, ich bin unterwegs gelaufen. Okay, time das weh. Er hat den ganzen Haufen Stein hier zerstört. Ah ja, er hat Material fallen lassen. Ich glaube, das time weh. Oh, ich sehe die Rad hier. Und Diablos ist auch. Ach. Ah, jetzt, wo er es zerstört hat, kann er einfach durchgehen. Auch wenn da immer noch so ein Stückchen steht. Ja, okay, ja, von mir aus. Kommt gleich. Ich würde es euch gerne benutzen, um drauf zu springen. Oh. Jetzt steht hier sogar noch drauf, Leute. Okay. Also, es gibt so ein paar Map-Fallen. Markiert, ich kann das selbst auch. Manche lösen sich, wenn man was drauf schießt. Kann nicht laggen. Okay, dann werde ich auf ihn landen. Okay, ich hab Streunus. Ich bin gerade. Oh, ich hab's geschafft, ich bin drauf! Ich weiß das aber nicht am Nachbarn, das funktioniert nicht. Oh, die stimmt, meine Ausdauer ist, glaube ich, auf deiner Welle. Ach, nein, das wollte ich jetzt nicht. Egal, mal was. Das macht Musik, Alter! Okay, ich muss dann das drücken. Und dann mittlere Maus. Ja, Geschwindigkeitsband. Angriff hoch und ab. Greif mal an, ich mach grad noch Musik. Oder so ähnlich. Ja, ich buff uns irgendwie. Oh, der hat keinen Bock mehr. Dann gönn dir mal. All die goldenen Sachen. Ist nur Geld, aber gut. Nützt auch was. Okay, reiten wir mal hinterher. Wo ist er hin? Ich kann also schnell schon weggelaufen sein. Warte mal, ich kann das, ich kann Zoramark daraus spuren hier mal, hier. Oh, geil. Oh. Wie kann ich das anklicken? Darf ich euch nicht anklicken? Muss ich euch verprügeln? Wie gemein, man darf die nicht anklicken. Ich brauch die noch. Hast du zufällig meinen Viech gesehen? Oh, ich ruf mal. Bis gleich.
Eieieiei. Stehst du denn da rum? Ist okay. Ich kann euch heilen, wenn ihr wollt, aber so verletzt seid ihr doch nicht. Du könntest eigentlich auch zum Lager unten. Warte mal, man sieht auf der Karte normalerweise, wo sein Ziel ist, oder? Ah, bleibt hier in der Mitte stehen. Das ist aber auch ein Lager, hast du das schon freigeschaltet oder sehe nur ich das? Huch, aua. Kann ich das Crawlen hier drin verwenden? Weil es ein anderer Typ ist, auf dem man reitet? Ich seh's gar nicht. Oh ja, stimmt, das musst du erst freischalten. Du musst die Katze hier natürlich auch erst einschalten. Ah ja, dieses Schlammwasser, das kann uns das ist eine Art negativen Effekt. Merkt man dann an der Katze, macht Paller rein. Oh, er dampft. Der ist rot, oh, deswegen. Ich würde gern seinen Kopf brechen. Ich hätte ihn gern gegen eine Wand gerammt. Au. Ah, was machst du denn immer hier? Lass mich doch schleifen. Du gönnst dir einfach. Ja, ich glaube, dass ich an die Wand gefallen bin. Ach so, Schleifen. Ich hab grad Looten verstanden. Da ist irgendwo die erste Seite. Ne, Schleifen ist sinnvoll. Ich hab gelbe Scherben. Musik! Aua! Lass mich doch spielen! Okay, wie wär's dann? Talarang. Hier ist gefährlichst dein Ding. Dann ist der Hügelklinge bitte. Okay, das Jagdhorn ist etwas zu langsam. Wenn du willst, heile ich uns. Dafür müsstest du hier bleiben. Und dann fahre ich auf meinem Kester dann durch die Gegend. Wenn du läufst. Oh, hier wäre so ein Stein gewesen, hätten wir gegenrammen können. Stimmt, kannst noch einer übrig. Ich hoffe, er ist jetzt nicht mehr wütend, er ist gelb, okay. Davon ist aber, glaube ich, nicht so wirklich Rammpotenzial. Ja, schon wieder instant rot. Okay, der will. Ich will seinen Kopf brechen. Oh. Okay, kann noch einer immer. Oh, warte mal. Ja, ich hab ihn. Scheinbar, er ist gelb geworden. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen sehr weit weg, aber meine Ausdauer ist ausgegangen. Bevor ich ihn an die Wand rammen konnte. Das ist nicht der richtige Weg. Naja, was soll's. Ja, dem will. Ja, genau, komm hier. Ja! Da haben wir. Das sollte uns Zeit verschaffen. Da ist eine Ausdauerlarve auf dem Baumstamm. Die gönne ich mir gleich, aber ich mache jetzt mal hier so einen Angriff hoch. Zwei. Schon wieder rot geworden. Ich dudel mal so vor mich hin, ich bin gar nicht sicher, ob du in Reichweite bist. Woran erkenne ich denn, dass ich dich buffe? Achso, da! Doch, neben unseren Lebensleisten das Symbol, also du hast irgendeine Waffe. Da lag ja noch was. An der Wand war auf jeden Fall ein Item. Ja, oh, da ist er schon wieder. So, wieder her. Er dampft. Aufladeangriff. Oh, hier sind kleine Fischis.
Vielleicht willst du die ja noch looten. Oh shit. Was will er denn von mir? Und deine Katze ist hin. Ja. Was, meine Katze ist hin? Oh, sie hat gerade wieder Leben. Also sie regeneriert sich nur gerade. Aber übrigens muss man darauf achten, wenn die Katzen im Wasser sind, die voll niedlich. Man kann nicht auf dem bleiben, wenn er anschreit. Also du brauchst Ohrstöpsel, damit dich das Schreien nicht runterfallen lässt, weil du hältst dir die Ohren zu, wenn du keine Ohrstöpsel hast. F1 und dann 1 ist bei mir der Wertstein. Das hat sich gespeichert. Ja, der ist ganz vorne auf 1. Ja, das ist gut. Okay, ja, meine Booster sind beide bereit. Ich kann heilen, wenn wir nochmal kurz bevor wir da sind. Ich meine, ich hab's sogar noch voller Tränke. Ja. So, wo steht der? Direkt vor dir. Ich hol mal so ein paar Nüsse, hier liegen noch welche. Oh, er schüttelt seinen scheiß Schlamm ab. Geh da nicht rein. Und falls du es doch tust, geh in meinen blauen Booster, sobald ich ihn aktivieren, aber erst wenn wir es brauchen. Oh, ich wollte eigentlich nicht an die Wand, aber ist egal. Und Angriff hoch plus Ablenkungsschutz. Bam! Oh, er ist gelb. Ich komme gerade nicht hin, ich muss mal spielen. Oh, okay. Er ist schwach genug, dass er keinen Bock mehr hat auf uns. Ich habe ihn gerade noch erwischt. Geh nicht weg. Du bleibst hier. Sehr schön. Müssen wir nicht hinterherlaufen. Dudelsack! Wir haben seinen Kopf nicht brechen können. Der macht scheinbar nicht genug Damage. Obwohl ich eine stumpfe Waffe habe. So. Knockout Punch! Ich weiß schon, warum Zombie gerne Hammer spielt. Betäuben ist schon nice. Kann man halt mit einer scharfen Waffe eher vergessen. Aber sein Scheißkopf ist nicht gebrochen. Ja gut. Müssen wir irgendwo doch hinterherlaufen. Warum rauft's hier so? Ja, ich habe hier einen blauen Booster da gelassen. Der hilft gegen. Weißt du, wenn du dieses Schlammwasser zu lang drin bist, das kann dich halt irgendwie irgendeinen negativen Effekt hat. Mein Booster hebt es auch. Ich glaube, bergab bin ich sogar schneller als du. So, ist möglich. Mein Pterodon ist nicht der schnellste. Ey, wenn wir schon hier sind, Dennis, töt mal diese Fischis hier und loot die. Alter, die Katze ist in einem kleinen Boot. Ja, das ist richtig niedlich. Warte, der eine heißt einfach Katze? Ja, richtig. Geht das jetzt auch auf? Meine Katze hat übrigens, naja, diese Art von fischige Kleidung an. Nicht von dem kleinen Fisch, aber so ähnlich. Okay, der ruht sich aus. Aber das darf er doch nicht. Die können sich nicht regenerieren, alles gut. Ich habe vorhin geguckt und er hat weniger Leben als das andere Monster, was mich schon ein bisschen irritiert. Aber er hat wahrscheinlich wesentlich mehr Verteidigung. Okay, mein Gesundheitsbooster ist wieder ready. Ja, findest du ihn? Ich sehe ihn nämlich nicht. Er ist einfach am Boden drin, läuft bei ihm.
Was sagt denn der dazu? Wenn ich einfach auf ihn drauf springe? Ah, okay, gar nichts. Das hat gut funktioniert. Au. Damit gewinnst du langsamer Ausdauer zurück. Okay, Palarang. Wasserpest, okay, sure. Katze wirft den Palarang irgendwann einmal. Oh ja, jetzt hast du Wasserpest bekommen. Ja, blöd, mein Teil ist auf Cooldown. Kann dir aber helfen, was die Lebenspunkte angeht. Hier. Spart Ressourcen. Gar nicht sicher, kann man dem seinen Schwanz abhauen oder nicht? Ich weiß, dass man seinen Kopf massiv brechen kann. Das haben wir noch nicht erreicht. Ich glaube, ich habe deine Katze gerade durch die Gegend geschleudert. Tut mir leid. Ich glaube, ich verzeih mir. Die Stelle, die du getroffen hast, ist jetzt. Wo ist denn mein Booster? Habe ich den nicht aktiviert? Ich sehe gar nichts davon. Ah. Okay, ich spiele mal kurz Musik. Ein bisschen Angriffsboost. Oh, mit der Schleuderung. Keine Ahnung. Ist das so ein Schwert- und Schild-Ding, dass man das stoppt? Partner. Okay, oder macht deine Rüstung? Ich werde bei der Schlacke auf dich warten. Ich weiß nicht. Oder bin ich? Ich habe null Ahnung. Ich habe übrigens gerade auf ihn geschossen mit so einem Stein. Weiß nicht, ob das ihn umgebracht hat. Wow, keine Ahnung. Ich habe Musik gespielt und gleichzeitig möglicherweise angegriffen. Weiß nicht, ob er in Reichweite war. Die Katzen greifen auch an. Schleuderdorn. Okay, schade, wir haben ihn nicht gescheit brechen können, aber passt schon. Hier, Reiniger Booster. Schleuderdorn. Ich hab Donnerkapseln rumliegen. Aber warte, das sind die, wo dann die dann hängen bleiben am Gegner. Ah, ja. Müsste man echt mal drüber nachdenken. Ja, hier ist, weil eigentlich könnte man die Zeit auch nutzen. Da, ich habe hier auf der Karte Knochen. Es sind möglicherweise andere Knochen, weil es eine neue Map ist. Ich meine, wir können hier eine Expedition hinmachen später. Also Monsterknochenmesser habe ich bekommen, das gleiche. Also ich kann übrigens sagen, im High Rank und dann im Master Rank ist alles nochmal neu, weißt du? Alles, was du bisher gelootet hast, hat nochmal eine neue Version. Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine Sorge. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Sie sammelt die Gelehrten wieder ein. Okay. Oh. Hey du, gehörst du zur fünften Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der ersten Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Geschichte erzählen von jemandem, der nicht redet, sure. Soll ich was vorlesen? Ja, mein Charakter erzählt seine Geschichte. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Okay, ich weiß nicht, was das vorstellt und so. Was war? Keine Ahnung, irgend so ein Typ von der ersten Flotte. Hat er ja sehr krasses. Wer war das denn bitte? Super Saiyajin-Haar.
meinte auf jeden Fall, wenn das hier vorbei ist, werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Oh, der mit den Elfenohren? Ja, okay. Ja. F. F. Jagdtipps. All die Tipps. Gut, dich zu sehen. Oh nein, du musst mal wieder lesen. Oh, ich helfe dir. Gute Arbeit da draußen. Dank dir sind unsere Leute in Sicherheit und wir wissen viel mehr über unser Ziel als zuvor. Während du weg warst, haben wir eine Karte mit allen Hinweisen erstellt, die wir auf dem Kontinent gesammelt haben. Die Gelehrten glauben, dass sie schon bald wissen werden, wo sich der Zora Magnaros befindet. Er ist ja ein riesiger Vulkan. So blind können wir gar nicht sein. Bis dahin. Okay. Offenbar wurde ein Gelehrter von seiner Eskorte getrennt. Die fünfte muss ihn suchen und für seine Sicherheit sorgen. Der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt, als er in der Wildturmödnis Hinweise gesammelt hat. Ah ja. Begib dich sofort zur Wildturmödnis. Ja, das ja. War glaube ich das Lager von dem Typen, mit dem ich gerade geredet hatte. Mhm. Genau der. Der Mann, den du gesehen hast, war früher bei der ersten Flotte. Er war der einzige viverianische Jäger der Kommission. Eigentlich ist er für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Aber wir haben ihn vor einiger Zeit aus den Augen verloren. Er macht halt Picknick. Im einen Augenblick sagte er, er habe die Geheimnisse dieses Kontinents aufgedeckt und im nächsten war er dann verschwunden. Mhm. Ich wollte ihn begleiten, aber er hat das nicht zugelassen. Du bist der Erste, der ihn seitdem gesehen hat. Ein Teil von mir ist zwar noch wütend auf ihn, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nur noch froh, dass es ihm gut geht. Wenn er gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann werde ich das auch nicht. Er wird zu uns zurückkehren, wenn er dazu bereit ist. Vielen Dank. Danke für die ermutigenden Neuigkeiten, ganz ehrlich. Neuer Anmeldebonus. Er wollte den Daily Reset erreichen. Ticket, ja. Mhm. So, Lederketten und Jäger. Ziehe ich mich jetzt um. Vielleicht crafte ich mir mehr Dekorrüstung. Dekorrüstung? Meinst du jetzt ja, eine allgemeine Rüstung? Weil ich, mir wird jetzt nicht aufgefallen, dass eine extra Dekorrüstung existiert. Die hast du noch nicht freigeschaltet. Oh, okay. Aber ich habe dir bisher nicht die Rüstung gezeigt, die ich tatsächlich trage. Ich habe immer nur das Aussehen verändert. Damit ich die Anfangsrüstungen benutzen kann. Oder so ausschaue sozusagen. Wir gehen sie nur langsam aus. Ach, manche davon sind sogar für gewisse Orte. Oh ja, stimmt. Das fängt jetzt an. Hast ja jetzt erst das erste Mal einen neuen Ort. Ja. Hast du schon eine Vorstellung, was wir beim nächsten Mal machen werden? Ich weiß, was für ein Monster wir töten. Okay, also Monster jagen kann ich da schon mal reinhauen. Weißt du auch wo? Also, wenn. Das ist jetzt die Frage. Also, wir können. Ja, ich bin dafür, erst das Monster zu killen. Und dann. Also, die nächste Quest ist in der Wildturmödnis. Oder lass mich nochmal die Quest prüfen. Okay, dann nehme ich die beiden Wildturmödnisse. Ich bin zu. Es ist der Juratodus. Mhm. Und den gibt's nur dort. Der braucht gewissen Lebensraum. Von mir. Gut, dich zu sehen. Super, die fünfte Flotte, sie kommt wie gerufen. Momentan erforschen wir von der Vermessungs- und Einfanggruppe, auch bekannt als die Draufgänger, das Verhalten der Kuluyaku. Wir hoffen, ein lebendes Exemplar zu fangen, Spähkäfer an seine Besonderheiten zu gewöhnen und es dann freizulassen. So können wir das Monster verfolgen und seine Lebensweise beobachten. Nichts auf der Welt wünsche ich mir momentan mehr.
Darum habe ich auch beschlossen, die Fünfte um Hilfe zu bitten. Ich möchte, dass du diesen Fangeinsatz für uns durchführst. Viel Glück. Die Quest heißt Schnapp den Schnapper. Wir wissen jegliche Hilfe von deiner Seite zu schätzen. Ah ja. Also wir können uns morgen gerne dann um Nebenquests kümmern. Da kann ich, denke ich, auch von Anfang an dabei sein, weil die haben keine Cutscenes. Das ist, glaube ich, nur ein Main-Quest-Problem. Ist der Part lang genug oder willst du das nächste Monster noch reinmachen? Muss lang genug sein. Du warst ja mordslange in dem Level unterwegs. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo der Bibliothekar-Typ war. Eigentlich direkt neben dem Typen, der will, dass du was fängst. Ja, gut, nicht da. Also, ja, da hoch, ja, da wo die Mods Bücherregale sind. Der ist so winzig, das ist schon echt. Ja. Einmal eben die Treppen hochlaufen. Okay, das ist so dumm, dass ich das jetzt machen werde, weil das einfach witzig ist. Ausrüsten. Okay, ich habe die perfekte Rüstung für die nächste Quest. Ah, er will, dass du Zutaten beschaffst, ja. Das ist... Okay. Kann man alles einlösen, sofern man... Sagen, wir werden nicht vergessen, weiter geht's beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.